Hallo meine lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video.
heute ein Quiche machen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ich glaube auch so war. So ähnlich. So. Das sind 175 Gramm Butter. Dann wird die bisschen. Wenn man zu viel rührt, dann wird die Teig nicht so knusprig. So. Einmal die Tassen hier zur Seite. Und ja. Wie ihr seht, sieht das gut aus, so. Dann mit den Händen so. Ich glaube, ich habe zu viel Butter, Wasser reingetan. Es klebt ganz schön. Noch ein bisschen, ich sag ja, ich mache das zum ersten Mal. So. Dann kommt das, dann ausrollen und so in so eine Kugel erstmal. Und dann kommt das für 20 Minuten im Kühlschrank. War wohl zu viel Wasser, glaube ich, aber naja, ganz wenig nur. Das klebt nicht mehr so extrem. So, das soll so wie ein Blätterteig so. Jetzt rolle ich das zu einer Kugel. So. Und dann im Kühlschrank für 20 Minuten. So. Zugedeckt mit Folie. So, jetzt für 20 Minuten im Backofen, im Kühlschrank.
So, da bin ich wieder. Ich mache jetzt ja meinen Teig. Ich habe vorhin schon gefilmt, wie ich das gemacht habe. Das für den Kisch jetzt zum Mittag. Ups. Upsila. Ja, jetzt ausrollen. Bisschen. Dann kommt das in den Form so. Mein Kind ist wie immer dabei, wie ihr seht. Ich muss, habe ich vergessen, ein bisschen Mehl noch, damit das nicht klebt. So, ihr seht mich nicht, ne? Ja, supi. Ich zeige euch das gleich, wie ich das gemacht habe. So. So. So, meine Lieben, ihr seht, ich habe noch hier noch, ich habe schon Schinken und so Kochschinken, so Lajone. Jetzt kommt meine für so 20 Minuten auf 170 so. Ja. So. Mein Lieben, da sind wir wieder. Nein, machst du nicht. Ich habe jetzt schon, ja, wir haben schon mittlerweile fast 6 Uhr und ja, ich wollte nur einmal Tschüss sagen und ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen, mein Wochenende-Vlog und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.